In unserem Universum gibt es Phänomene, die weit über unsere Vorstellungskraft hinausgehen. Und eines dieser Phänomene ist nicht mal sichtbar, zumindest nicht direkt. Die Rede ist von den geheimnisvollen schwarzen Löchern. Irgendwo da draußen lauern sie und ziehen alles in ihren Bann. Schwarze Löcher sind geheimnisvolle Objekte. In ihnen kollabieren Raum und Zeit. Schon lange sind Wissenschaftler auf der ganzen Welt fasziniert von diesem Phänomen. Sie scheinen alles zu verschlingen, sogar Licht. Schwarze Löcher verschlingen ganze Galaxien. Bis jetzt scheinen schwarze Löcher ganz weit von uns weg zu sein und keinen Einfluss auf uns zu haben. Doch ist das wirklich so? Oder können selbst wir auf unserer Erde die mächtigen Kräfte eines schwarzen Loches spüren? Wir wissen nicht, wie das Universum eigentlich funktioniert. In unserer Milchstraße wimmelt es nur so von schwarzen Löchern. Könnte sich ein schwarzes Loch sogar tief in unserer Erde verstecken? Dieses schwarze Loch könnte die Ursache für das Verschwinden von vielen Flugzeugen, Schiffen und auch Menschen sein. Die gesamte Evolution basiert auf Gewalt. Ich spreche von vollständiger Zerstörung. Es ist extrem unangenehm. Das Universum ist voller faszinierender Phänomene. Und nicht alle davon verstehen wir. Manche dieser Phänomene können wissenschaftlich noch immer nicht erklärt werden. Sie widersprechen unseren bekannten Naturgesetzen und scheinen teilweise keine Grenzen zwischen Energie und Masse zu kennen. Ganz oben auf der Liste dieser geheimnisvollen Phänomene stehen die schwarzen Löcher. In den letzten Jahren ist uns klar geworden, dass sich im Zentrum jeder Galaxie ein gigantisches schwarzes Loch befindet. Und wir wissen nicht, woher diese sogenannten supermassereichen schwarzen Löcher überhaupt stammen. Wahrscheinlich sind es Überreste der allerersten Sterne. Schon lange ist die Wissenschaft von schwarzen Löchern fasziniert. Was ein schwarzes Loch ausmacht, ist in groben Zügen schon lange definiert. Was aber nicht heißt, dass wir alles verstehen. Zumindest noch nicht. Astrophysik gibt es noch nicht so lange als Wissenschaftsform. Geologie und alles rund um unsere geliebte Erde hingegen schon. Es hat den Anschein, als ob wir alles über unsere gute alte Erde wüssten. Doch vielleicht irren wir. Gibt es auf der Erde vielleicht auch noch unbekannte Phänomene? Gibt es vielleicht sogar etwas wie schwarze Löcher auf unserer kleinen Erde? Auch auf der Erde kann es natürlich schwarze Löcher geben, wahrscheinlich von der Größe eines Stecknadelkopfes. Doch das würde bereits genügen, um größere Auswirkungen zu haben. Das Ende eines massereichen Sternes ist ein gewaltiges Schauspiel. Erst kommt es zu einer gewaltigen Explosion, einer Supernova. Danach beginnen die Trümmer zu kollabieren. Immer mehr Masse wird immer stärker zusammengepresst. Das Ergebnis? Ein schwarzes Loch. Eine so gewaltige Masse, dass nicht einmal Licht entkommen kann. Masse erzeugt Gravitation und Gravitation zieht Dinge an. Und ein schwarzes Loch ist ein Objekt, das so massereich ist, dass es alles anzieht. Nicht einmal Licht kann ihm entkommen. Schwarze Löcher müssen also gewaltige Massen haben. Unter einer Masse von weniger als 8 Sonnenmassen würde nicht viel passieren. Doch neben diesen sogenannten stellaren schwarzen Löchern gibt es auch noch die Gruppe der supermassereichen schwarzen Löcher. Wissenschaftler haben eine obere Massengrenze von sagenhaften 10 Milliarden Sonnenmassen vorhergesagt. Am Ereignishorizont beginnen die ganzen Einflüsse eines schwarzen Loches zu greifen. Die gesamte Elektrodynamik gerät aus den Fugen. Zeit und Realität werden stark verzerrt. Magnetfelder, elektrische Felder, Funkwellen und Licht werden vom schwarzen Loch angezogen. Das ist der Punkt, an dem es kein Zurück mehr gibt. Die Grenze, an der eine Rückkehr unmöglich ist. Treffender kann man den Ereignishorizont nicht beschreiben. Sogar Sterne und ganze Galaxien haben keine Chance, einem schwarzen Loch zu entkommen. Schwarze Löcher tragen ihren Namen nicht umsonst. Da nicht mal Licht ihnen entkommen kann, gibt es ein Problem. Wenn sie schwarz sind, wie findet man dann ein schwarzes Loch? Man sieht schwarze Löcher nur, wenn sie gerade Materie verschlingen, denn die sendet dann Röntgenstrahlung aus. Erste Theorien von unsichtbaren Objekten im Weltraum entstanden bereits im Jahr 1783. Und Anfang des 20. Jahrhunderts konnte mit Einsteins Relativitätstheorie mathematisch bewiesen werden, dass eine Existenz schwarzer Löcher möglich ist.
Im Januar 2001 entdeckte Joseph Dolan von der NASA den ersten handfesten Beweis für schwarze Löcher. Bei der Analyse der Bilder des Weltraumteleskops Hubble bemerkte Dolan etwas Verblüffendes. Blitze ultravioletten Lichts, die von Cygnus X1 ausgingen, einem Stern, der etwas mehr als 6000 Lichtjahre von der Erde entfernt ist. Bei Dolans Blitzen handelte es sich um die Strahlungsenergie, die von der Materie ausging, die in diesem Moment den Ereignishorizont überschritten hatte. Der Beweis für die Existenz von schwarzen Löchern könnte deutlicher nicht sein. Schwarze Löcher verschlingen ganze Galaxien. Sie fressen sie ganz langsam und lassen sie mit der Zeit verschwinden. Von einem schwarzen Loch gehen gewaltige Gravitationskräfte aus. Die Raumzeit wird extrem verkrümmt. Über die Kräfte innerhalb des Ereignishorizontes können die Wissenschaftler nur spekulieren. In einem schwarzen Loch herrschen Magnetkräfte, die wir nicht genau verstehen. Welche Form die Materie in einem schwarzen Loch annimmt, bleibt unklar. Wir können nicht wirklich erklären, was in einem schwarzen Loch vor sich geht. Die Möglichkeiten scheinen unbegrenzt. Es gibt normale, stehende schwarze Löcher. Es gibt supermassereiche schwarze Löcher und es gibt sogar rotierende schwarze Löcher, die die Raumzeit nochmals zusätzlich verziehen. In der Milchstraße wimmelt es nur so von schwarzen Löchern. Das könnte bedeuten, dass auch überall um uns herum schwarze Löcher existieren. Eine Theorie, die John Hutchinson vertritt. Wenn ein Stern kollabiert, entsteht ein schwarzes Loch und zusätzlich vielleicht sogar noch viele winzige schwarze Löcher. Die wandern mit der Zeit bis zur Erde. Diese kleinen schwarzen Mikrolöcher würden von der Gravitation der Erde angezogen und sich dann irgendwo auf unserem Planeten befinden. Unser Universum ist gigantisch. Da scheint die Erde nur ein kleiner Masseklumpen in diesen unfassbaren Weiten zu sein. Wir verstehen nur so wenig. Alles scheint möglich zu sein. Seit Jahren wird überall auf der Erde von tödlichen Ereignissen berichtet, die von Tsunamis und enormen Erdbeben bis zu legendären Gebieten reichen, in denen Schiffe auf unerklärliche Weise im Meer verschwinden. Dr. Hutchinson verweist dabei auf ein bestimmtes Gebiet, das zwischen 25 bis 40 Grad nördlicher Breite und 55 bis 85 Grad westlicher Länge liegt, das legendäre Bermuda-Dreieck. Alles im Bermuda-Dreieck scheint auf ein schwarzes Loch hinzudeuten. Es gibt dort außergewöhnliche Energieeinflüsse, die die herkömmliche Wissenschaft nicht erklären kann. Es könnte gut sein, dass ein kleines schwarzes Loch für all die interessanten Vermisstenfälle, die mechanischen Störungen im Flugverkehr und die Navigationsprobleme verantwortlich ist. 500 Jahre lang haben hunderte Menschen Berichten zufolge ihre ganz privaten Erfahrungen im Bermuda-Dreieck gemacht. Viele glaubten, sie hätten eine unsichtbare Linie überschritten, die ihre Welt mit den bekannten physikalischen Gesetzen von einer seltsamen neuen Welt getrennt hat. Nur wenige kehrten je zurück. Es erstaunt, wie wenig wir eigentlich über dieses Gebiet wissen. Manche Wissenschaftler behaupten sogar, dass wir mehr über den Mond wissen als über unsere Meere. Wir leben auf einem Planeten namens Erde, aber im Prinzip müsste der Planet Ozean heißen. Wir wissen wahrscheinlich mehr über die Mondoberfläche als darüber, was sich tief unten im Meer befindet. Unsere Wissenschaftler denken, dass es ziemlich verrückt ist, jetzt schon an Mars-Missionen zu denken, wenn wir unseren eigenen Planeten erst so wenig erforscht haben, dass wir noch nicht einmal sagen können, was sich auf dem Meeresboden um die Bermudas befindet. Um das Bermuda-Dreieck ranken sich Dutzende Sagen. Seltsame Berichte von Schiffen und Flugzeugen, die sich auf geheimnisvolle Weise in Luft aufgelöst haben. Sind diese Berichte die Folge überschäumender Fantasie oder gibt es tatsächlich eine wissenschaftliche Erklärung? Sind die Kräfte, die Materie in schwarzen Löchern verschwinden lassen, die gleichen, die auch Schiffe spurlos verschwinden lassen? Könnte das Bermuda-Dreieck ein schwarzes Loch sein? Bei der Rekonstruktion der Geschichten der Schiffe im Bermuda-Dreieck stoßen wir auf ein großes Problem. Viele Schiffe erleiden Schiffbruch und versinken spurlos mitsamt ihrer Besatzung. Das nimmt uns die Möglichkeit, Berichte darüber zusammenzustellen, was falsch gelaufen ist oder was überhaupt passiert ist, denn das kann uns ja keiner mehr sagen. Eine mögliche Theorie wären Fluktuationen des Magnetfeldes in dem Gebiet.
Starke und vor allem sprunghafte Änderungen des Magnetfeldes können dramatische Auswirkungen haben. Magnetische Anomalien? Das kennen Wissenschaftler doch auch von schwarzen Löchern. Schwarze Löcher ziehen alles in ihrer Umgebung an, auch Magnetfelder. In schwarzen Löchern könnten also auch Magnetfelder sein, denn nichts kann schwarzen Löchern entkommen. Um Beweise für diese Art magnetischer Anomalien in der Nähe des Bermuda-Dreiecks zu finden, hat der erfahrene Erfinder und Elektroingenieur Dr. Ronnie Meloni auf eine Fahrt tief in das Bermuda-Dreieck eingeladen. Er sucht nach Hinweisen für eine wissenschaftliche Erklärung all der Phänomene. Wir versuchen herauszufinden, ob es hier magnetische Wirbel gibt, in denen das Magnetfeld plötzlich verzerrt ist. Falls diese Magnetfeldanomalien tatsächlich existieren, dann unterstützt dieser physikalische Beweis die Annahme, dass im Bermuda-Dreieck tatsächlich etwas Seltsames passiert. Könnten magnetische Wirbel die Ursache für das Sinken hunderter Schiffe im Bermuda-Dreieck sein? Es ist nicht mehr viel übrig, aber diese Linien sind die Planken eines Schiffes. Das ist der Bug der zerbrochenen Wichsen. Wir sehen ihn gleich besser, wenn wir vorbeifahren. Wissen Sie, dass in diesem Gebiet, soweit wir wissen, 300 bis 500 Wracks liegen? Es sind mit Sicherheit wesentlich mehr. Protonenmagnetometer haben im Bermuda-Dreieck noch nie gut funktioniert. Vielleicht funktioniert ja dieses Gerät. Man kann nie wissen. Dr. Meloni hat ein Gerät für die Erkennung von Magnetfeldanomalien entwickelt. Es wird heute das erste Mal im Bermuda-Dreieck verwendet. Wir haben diesen speziellen Bermuda-Dreieck-Detektor, den wir BTD nennen, mit der Deklination unseres Standortes programmiert. Er zeigt alles an, das davon mehr als 2 Grad abweicht. Jede größere plötzliche Abweichung löst also den Alarm aus. Wir haben die Stromquelle, einen Datenspeicher, die Messsensoren und die Programmsteuerung. Dr. Meloni hat seinen Detektor 10 Jahre lang entwickelt und getestet. In Laborversuchen hat sich das Gerät bereits bewährt. Er ist jetzt im Überwachungsmodus und bis jetzt arbeitet er einwandfrei. Nach 4 Stunden hat der Detektor noch immer nichts entdeckt. Am Horizont baut sich ein Sturm zusammen, während das Schiff tiefer in unbekannte Gewässer vordringt. Plötzlich wird der Alarm ausgelöst. Er hat etwas entdeckt. Etwas hat das Feld verzerrt. Jetzt müssen wir nur noch das System zurücksetzen. Lasst uns noch einmal zu der Stelle zurückkehren. Das passiert extrem selten. Vielleicht gibt es dort unten vulkanische Aktivität oder Vulkangestein. Wenn wir zurückfahren und das Gerät wieder Alarm schlägt, dann wissen wir sicher, dass irgendetwas das natürliche Magnetfeld stört. Das ist aufregend. Vielleicht haben wir tatsächlich ein seltsames Phänomen entdeckt. Da haben wir es wieder. Wir befinden uns gerade im selben Gebiet, in dem wir vor ein paar Minuten schon waren. Es scheint genau in diesem Gebiet Magnetfeldverschiebungen zu geben. Das ist aufregend. Ich bekomme gerade die Koordinaten herein. 32 Grad, 18 Minuten Nord, 64 Grad, 53 Minuten West. 18 Minuten Nord, 64 Grad. Wir drehen um. Ich würde das gerne grob festhalten. Wir drehen um. Dr. Meloni lässt das Schiff ein drittes Mal den gleichen Kurs fahren, um die Messung zu bestätigen. Noch ein drittes Mal bitte. Und wir haben wieder einen Alarm. Hier ist mit Sicherheit etwas im Busch. Ja, wieder ein Alarm. Alle Maschinen, stopp! Plötzlich fällt die Kamera aus. Ronnie hat seinen neuen Magnetfelddetektor eingesetzt und das Ding hat doch tatsächlich Alarm ausgelöst. Das hätte ich nicht gedacht. Aber sobald es Alarm gegeben hat, sind die Kameraakkus ausgefallen. Diese Hochauflösungskamera ist ein wirklich komplexes, hochsensibles elektronisches Gerät. Normalerweise kann sie nur von einem ziemlich starken elektromagnetischen Feld in Mitleidenschaft gezogen werden. Es ist wirklich sehr ungewöhnlich, dass die Kameraakkus plötzlich einfach so ausfallen. In diesem Gebiet geht irgendetwas vor sich. Wir sind jetzt 3-mal über diese Koordinaten gefahren. Die Kameraakkus fallen aus. Die Kameras sind auf einmal tot. Und das Gerät hat jedes Mal Alarm ausgelöst.
Irgendwo hier an diesem Ort, den wir per GPS markiert haben, könnte sich ein echter magnetischer Wirbel befinden. Ich bin eher skeptisch, aber ich denke auch, dass Mutter Natur mehr zu bieten hat, als wir uns vorstellen können. Und es gibt, vor allem in den Meeren, noch vieles, was wir nicht verstehen. Es wäre dumm anzunehmen, dass wir schon alles wissen. Aber ich kenne mich da nicht aus. Ich bin nur der Kameramann. Als nächstes schicken wir ein Team mit Unterwasserkameras hierher und vermessen hier alles genau und untersuchen den Boden. Es ist schon toll, hier herauszukommen und das Gerät im echten Bermuda-Dreieck testen zu können. Es funktioniert einwandfrei und zeigt uns an, dass hier definitiv etwas vor sich geht. Schwarze Löcher verschlingen alles, was ihnen zu nahe kommt. So etwas kann es doch auf der Erde nicht geben, oder doch? Weder auf der Erde noch in ihrer Nähe gibt es ein schwarzes Loch, sonst wären wir nicht mehr da. Aber Dr. John Hutchinson widerspricht dieser Aussage. Er meint, schwarze Löcher in Miniaturgröße könnten auch auf unserer Erde existieren. Wenn dem so wäre, könnten sie für die Phänomene im Bermuda-Dreieck verantwortlich sein. Befände sich ein Schiff, das sich hauptsächlich auf traditionelle Navigation verlässt, im Bermuda-Dreieck und würde dort ein schwarzes Loch tatsächlich das Magnetfeld der Erde verzerren, dann würden natürlich die Kompasse nicht mehr genau funktionieren und es würde zu großen Kursabweichungen kommen. Wenn Materie von einem schwarzen Loch verschlungen wird, dann wird unweigerlich auch elektromagnetische Strahlung freigesetzt. Könnte sich ein schwarzes Loch am Boden des Atlantischen Ozeans befinden und durch einen solchen Effekt das Magnetfeld der Erde beeinflussen? Es gibt ja eine ganze Menge verschollener Flugzeuge und Schiffe, weil hier ungewöhnliche Navigationsprobleme auftreten, mit denen vielleicht niemand rechnet. Fast auf der gesamten Erde weicht der magnetische Nordpol vom geografischen Nordpol ab. Aber im Bermuda-Dreieck stimmen magnetische und geografische Nordpol genau überein. Bei einem hohen Gehalt magnetischen Intrusivgesteins können sehr starke Magnetfelder entstehen. In manchen Gebieten, wie zum Beispiel auf Island, zeigte mein magnetischer Kompass eine Abweichung von 45 oder sogar 90 Grad, weil ich mich in der Nähe von stark magnetischem Vulkangestein befand. Und im Bermuda-Dreieck gibt es mit Sicherheit auch solches Gestein, das zu Problemen führen könnte. Es kann auch sein, dass tektonische Veränderungen im Bermuda-Dreieck zu Magnetfeldanomalien führten, die die frühen Kompasse störten. Wissenschaftler wissen schon lange, dass sich das Magnetfeld der Erde immer wieder ändert. Ja, sogar umpolen kann. Das Magnetfeld der Erde entsteht im Erdkern, der aus geschmolzenem Eisen besteht. Dieser Eisenkern befindet sich in ständigem Fluss, wodurch Wärme aus den tieferen Schichten nach oben transportiert wird. Und diese Umwälzbewegungen in Verbindung mit der Erdrotation und der elektrischen Leitfähigkeit des Eisens führen zur Bildung des Magnetfeldes. Jeremy Bloxham lehrt Geophysik an der Universität Harvard. Er hat ein Gebiet entdeckt, in dem der magnetische Süden mysteriöserweise zum magnetischen Norden wird. Es gibt nichts Vergleichbares auf der Erde. Das Phänomen wird magnetische Feldumkehr genannt. Direkt in der Kernmantelzone unter dem südlichen Atlantischen Ozean gibt es ein Gebiet, in dem das Magnetfeld eine umgekehrte Polarität aufweist. In dieser Region ist das Magnetfeld also gegenläufig zum Magnetfeld des größten Teils der restlichen Erdoberfläche. Professor Bloxham zeigt uns eine Darstellung dieser Anomalie. Wir sehen hier eine Karte des Magnetfeldes am Rand des Erdkerns. Wenn wir die Zeit weiterlaufen lassen, wird erkennbar, dass das blaue Gebiet unter dem südlichen Atlantischen Ozean im Laufe des 20. Jahrhunderts stärker wird. Und schließlich haben wir diesen großen Bereich, an dem die Feldlinien genau entgegen der erwarteten Richtung verlaufen. Es gibt also auf der Südhalbkugel einen Bereich, in dem sich das Magnetfeld umgekehrt hat. Sollten die magnetischen Störungen Kompasse beeinflussen können? Die Folgen wären verheerend. Der bekannteste Fall eines belegten Kompassversagens im Bermuda-Dreieck ist das Verschwinden der Flugzeugstaffel namens Flug 19.
Am 5. Dezember 1945 verließen 5 Torpedobomber vom Typ Avenger der US Navy den Marinestützpunkt Fort Lauderdale zu einem routinemäßigen Trainingsflug. Mitten im Bermuda-Dreieck verlor sich ihre Spur. In einem der letzten Funksprüche zu Flug 19 gab der Tower dem Leiter der Flugzeugstaffel die Anweisung, Kurs westliche Richtung beibehalten. Doch dieser antwortete, wir wissen nicht, wo Westen ist. Flug 19. 5 Torpedobomber der US Navy begannen ihre Mission und nach ein paar Stunden verloren sie die Orientierung. In allen 5 Bombern saßen äußerst fähige, unabhängige Piloten. Sie alle verschwanden einfach im Bermuda-Dreieck. Flugboote des Typs Catalina und Martin Mariner wurden auf eine Suchmission entsandt. Auch die Mariner-Flugboote verschwanden spurlos. Sie wurden da draußen wahrscheinlich mit denselben Problemen konfrontiert. Die Instrumente versagten und sie wussten nicht mehr, wohin sie eigentlich flogen. Und was passierte mit der Maschine, die daraufhin losgeschickt wurde? Auch sie ist verschollen. Als sie da hineinflogen, brach plötzlich die Funkverbindung ab. Auch das plötzliche Fehlen von Navigationsdaten ließe darauf schließen, dass ein schwarzes Loch in der näheren Umgebung einen gewaltigen Sog auf alle elektromagnetischen Wellen ausübte. Schwarze Löcher haben enorme Gravitationskräfte. Vielleicht lässt sich ein mögliches schwarzes Loch über eine Veränderung des Gravitationsfeldes finden. Nördlich von Puerto Rico, an der Südspitze des Bermuda-Dreiecks, befindet sich die zweittiefste Stelle der Erde. Ein Riss im Meeresboden, der bis zu 9200 Meter tief ist, der Puerto Rico-Graben. Hier gibt es ein seltsames Phänomen, denn genau hier kommt es zu einer Abweichung von der vorhergesagten Gravitation. Ein bis jetzt unerklärliches Phänomen. Warum ist der Puerto Rico-Graben der tiefste Punkt im Atlantischen Ozean? Und warum wird er mit der stärksten negativen Gravitation in Verbindung gebracht? Das sind Fragen, die mich lange Zeit beschäftigt und zur Arbeit dort bewogen haben. Dr. Uri Ten Brink beschäftigt sich schon sehr lange mit mariner Geophysik und glaubt nicht an die Existenz schwarzer Löcher auf der Erde. Aber er hat im Bermuda-Dreieck ein Gravitationsphänomen entdeckt, das es nirgends sonst auf der Welt gibt. Eine schwächere Gravitation. Man muss unbedingt den Begriff Anomalie verwenden, weil es sich nur um eine Abweichung von der Durchschnittsgravitation der Erde handelt. Die Abweichung vom Durchschnitt beträgt nur etwa 0,3% des normalen Gravitationsfeldes. Das heißt, dass ich mich nicht viel leichter fühle, wenn ich in Puerto Rico bin. Wahrscheinlich bin ich nur 0,3% leichter. Es handelt sich schließlich nur um eine extrem geringe Abweichung, aber sie ist trotzdem aussagekräftig. Diese Abweichung ist natürlich nicht mit dem Effekt in der Nähe von schwarzen Löchern vergleichbar. Dennoch bleibt die Abweichung ein Rätsel. Das Gravitationsfeld der Erde ist ansonsten äußerst homogen. Warum kommt es gerade hier zu einer Abweichung? Warum gerade in diesem mysteriösen Gebiet? Und ist diese Abweichung konstant oder Schwankungen unterworfen? Was würde mit einem Flugzeug oder Schiff passieren, das plötzlich bedeutend leichter oder schwerer als sonst wäre? Die Gravitation können wir in der Regel gut berechnen. Und das Gravitationsgesetz ist auch schon lange bekannt. Auch der Effekt von extrem starker Gravitation wie bei einem Ereignishorizont ist leicht ableitbar. Jedes Objekt, das die Grenze überschreitet, wird regelrecht zerfetzt. Die Gravitationskräfte um ein schwarzes Loch sind immens. Sie sind so stark, dass das schwarze Loch einfach alles, das in seine Nähe kommt, wie ein Staubsauger mit seiner Gravitation ansaugt. Die Gravitation eines schwarzen Loches ist so unglaublich stark, dass ihr nicht einmal Licht entkommen kann. Aus seiner Umklammerung gibt es kein Entkommen. Es ist inzwischen hinlänglich bewiesen, dass dieses Gebiet eine schreckliche Geschichte hat, die Jahrhunderte zurückreicht. Seefahrer und in letzter Zeit auch Piloten berichten von Kompassen, die plötzlich ausfallen, von Magnetometern, die seltsame und unerklärbare Abweichungen anzeigen und von Gravimetern, die anzeigen, dass das Gravitationsfeld der Erde dort auf unerklärbare Weise von der normalen Stärke abweicht.
Da ein so großer Teil des Meeresbodens noch nicht entdeckt und erforscht ist, weiß auch niemand, was wir als nächstes entdecken werden. In den vergangenen paar Jahrzehnten wurden vollkommen neue Lebensformen und geologische Formationen entdeckt, von denen wir bis dahin nichts geahnt hatten. Schwarze Löcher und das Bermuda-Dreieck. Vielleicht gibt es keinen unmittelbaren Zusammenhang, aber mysteriös sind beide Phänomene. Einige Wissenschaftler vertreten eine noch unglaublichere These. Schwarze Löcher haben auch Einfluss auf die Entstehungsgeschichte unserer Erde gehabt. Doch das war noch nicht alles. Andere Wissenschaftler leiten aus den gleichen Gleichungen, die schwarze Löcher vorhersagten, auch etwas anderes ab. Weiße Löcher. Es gibt tatsächlich Möglichkeiten, etwas aus schwarzen Löchern herauszuholen. Die Natur kann schwarzen Löchern Energie oder sogar Magnetfelder entziehen. Im Rahmen von Einsteins Relativitätstheorie wurde auch die Existenz weißer Löcher vorausgesagt. Von Objekten im Weltraum, die unentwegt Materie ausstoßen. Ein weißes Loch ist im Grunde das genaue Gegenstück zu einem schwarzen Loch. Vielleicht ist es die andere Seite eines schwarzen Loches, die in einer anderen Dimension existiert. In der Theorie existieren schwarze und weiße Löcher nebeneinander im Universum. Könnten sie in irgendeiner Form auch auf der Erde nebeneinander existieren? Manche sagen ja. Bermuda liegt tatsächlich in der Mitte eines Gebiets, das Geologen als magmatische Großprovinz oder LIP bezeichnen. Es ist ein Gebiet, das die seltsamen Eigenschaften eines weißen Loches aufweist. Ein Gebiet, in dem Materie scheinbar erschaffen wird. Der Atlantische Ozean wurde durch die Trennung des amerikanischen Kontinents von Europa und Afrika gebildet. In der Mitte des Atlantischen Ozeans, wo sich der Mittelatlantische Rücken befindet, gibt es noch überall vulkanische Aktivitäten. Auch heute noch. Das Auseinanderdriften der Kontinente ließ die Erdkruste reißen. Und so kam es zu verschiedenen vulkanischen Aktivitäten. Mit dem Magma kam jede Menge Material an die Oberfläche. Material, was wir heute nur noch als vulkanisches Gestein wahrnehmen können. In Gebieten wie dem Bermuda-Dreieck hatte das katastrophale Auswirkungen. Dabei kommt nicht nur Gestein an die Oberfläche, auch jede Menge giftiger Gase strömen aus der vulkanisch aktiven Zone hervor. Eine magmatische Großprovinz ist ein großer Bereich mit vulkanischer Aktivität, in dem Lava ein Gebiet von etwa 160 mal 160 Kilometer bedeckt. Magmatische Großprovinzen weisen große Mengen Magma auf, die innerhalb sehr kurzer Zeit ausgestoßen wurden. Das können viele Millionen Kubikmeter Gestein sein. Es sind enorme Ereignisse in der Erdgeschichte. Und genau so etwas fand vor einiger Zeit im Bermuda-Dreieck statt. Diese extreme vulkanische Aktivität war mitverantwortlich für das Zerbrechen des Superkontinents Pangea. Es war eines der bedeutendsten Ereignisse, von denen wir wissen. Wir können es nicht nur mit der Entstehung des Atlantischen Ozeans in Verbindung bringen, sondern auch mit einem Massensterben. Es betraf ein Gebiet von ca. 7 Millionen Quadratkilometern. Und das Zentrum der Aktivitäten lag östlich des heutigen Florida. Schwarze Löcher verschlingen Materie. Weiße Löcher würden hingegen ständig neue Materie abgeben. Wissenschaftler glauben, dass auf der Erde ähnliche Phänomene, die magmatische Großprovinz oder LIP genannt werden, nicht nur für die Trennung der Kontinente mitverantwortlich waren, sondern analog zu weißen Löchern auch Materie hervorgebracht haben. Bei solchen Ereignissen können vulkanisches Material und Gesteinsschutt in heftigen Eruptionen über die Erdoberfläche und in die Atmosphäre geschleudert werden. Was aber, wenn sich so ein Ausbruch heute in Bermuda wiederholen würde? Hätten wir das Pech, dass heute eine magmatische Großprovinz im Atlantischen Ozean im Bermuda-Gebiet entstehen würde, dann gäbe es starke vulkanische Aktivität. Hohe Mengen an CO2 und Schwefeldioxiden würden freigesetzt. Vielleicht würde auch der Meeresspiegel steigen. Die Reaktion der Lavaströme mit dem Meerwasser würde wahrscheinlich zur Bildung von vulkanischem Nebel führen. Die Tsunamis, die dieses Ereignis heraufbeschwören würden, könnten natürlich den gesamten atlantischen Raum treffen. Würden die Vulkane an Land ausbrechen, dann würden sie große Gebiete mit Asche bedecken. Am besten, so etwas geschieht nicht mehr. Genau wie die theoretischen weißen Löcher im Universum, hat auch das Gebiet im Bermuda-Dreieck jahrhundertelang neue Materie hervorgebracht. Dies wirft interessante Fragen auf. Wenn weiße Löcher der Geburtsort der Materie im Weltraum sind, könnten sie dann auch der Geburtsort aller Materie auf der Erde sein?
Könnte alles auf unserer Erde aus dem Weltall stammen? Manche mutigen Wissenschaftler sagen die Existenz von weißen Löchern voraus. Sie sollen unentwegt Materie hervorbringen. Vielleicht auch die Materie, aus der wir bestehen? Chandra Wickramasinghe, Direktor des Astrobiologischen Instituts in Cardiff, Wales, ist ein Experte auf dem Gebiet der Panspermie. Er ist der Auffassung, dass das Leben auf der Erde durch einen Kometeneinschlag vor Millionen von Jahren entstanden ist. Nach Auffassung der Panspermie begann das Leben nicht auf der Erde, sondern es kam aus einem wesentlich größeren kosmischen System. Wir wissen, dass die Erde einem Kometenbombardement ausgesetzt war, als das erste Leben auf der Erde aufkam. Selbst wenn die Grundbausteine des Lebens mit einem Kometen zur Erde kamen, so mussten doch auf der Erde die idealen Bedingungen herrschen, um das fremde Leben gedeihen zu lassen. Angenommen, Kometen transportierten den genetischen Bauplan einfacher, vielleicht wärmeliebender Lebensformen hierher. Dann wären die heißen Schlote der ideale Lebensraum für eine Weiterentwicklung dieser primitiven Lebensformen gewesen. Vulkane im Bermuda-Dreieck pumpten nährstoffreiche Mineralien aus dem Erdinneren. Vielleicht waren das ideale Bedingungen, um die einfachen neuen Lebensformen auszubrüten. Es ist die perfekte Umgebung für chemische Reaktionen, weil es warm ist. Viele Mineralstoffe werden aus dem Gestein gelöst und bilden eine angenehm warme chemische Suppe, die der absolute Idealplatz für die Entstehung neuen Lebens ist. Wenn man akzeptiert, dass das Leben vor 4 Milliarden Jahren mit Kometen kam, dann muss man auch die Möglichkeit wesentlich kürzer zurückliegender Infusionen durch Kometen in Betracht ziehen. Kometen sind immer da. Jeden Tag dringen hunderte Tonnen Kometenschutt in die Erdatmosphäre ein. Wir sind ständig neuen Bakterienformen aus dem Weltraum ausgesetzt. Das könnte man vielleicht als beängstigend ansehen. Doch es gibt noch etwas Auffälliges am Bermuda-Dreieck, was jedem beim Betrachten eines Globus förmlich ins Auge sticht. Würde man einen Stab nehmen und ihn in der Mitte des Bermuda-Dreiecks durch den Globus stecken, dann würde er in etwa am Marianengraben südlich von Japan herauskommen. Ein Teil davon wird von den einheimischen Fischern auch Drachenmeer oder Teufelsdreieck genannt. Das Dreieck liegt vor der Küste Japans und wird Drachendreieck genannt. In diesem Gebiet verschwinden Schiffe und Flugzeuge. In gewisser Weise ähnelt es dem Bermuda-Dreieck. In beiden Gebieten passiert Mysteriöses. Und beide Gebiete befinden sich an den tiefsten Gräben unserer Erde. Der Marianengraben entstand, weil hier die pazifische Platte entlang der Feuerlinie, wie wir sie nennen, ins Erdinnere geschoben wird. Und er ist der weltweit tiefste und auch berühmteste Graben. Auf der anderen Seite der Erde, an der Südspitze des Bermuda-Dreiecks, liegt der Puerto Rico-Graben, der tiefste Punkt im Atlantik. Der Puerto Rico-Graben ist ca. 9200 Meter tief. Der tiefste Graben des Pazifiks liegt dem tiefsten Graben des Atlantiks gegenüber. Ist das reiner Zufall? Das Drachendreieck bei Japan ist dem Bermuda-Dreieck auf manche Weise ähnlich. Vielleicht gibt es ja schwarze Löcher in diesen Regionen, die eine Menge Probleme verursachen und für das Verschwinden von Menschen sorgen. Vielleicht ist das Bermuda-Dreieck auch einfach durch ein Wurmloch mit dem Drachendreieck verbunden. Es gibt schwarze Löcher und es gibt weiße Löcher. Besteht da möglicherweise ein Zusammenhang? Einige wenige Wissenschaftler sagen ja, und zwar in Form eines Wurmlochs. Was auf der einen Seite hineingelangt, wird auf der anderen Seite wieder austreten, verbunden durch ein Wurmloch. Ein Wurmloch ist praktisch eine Abkürzung durch Raum und Zeit. Wenn man durch ein Wurmloch reisen könnte, dann wäre man in Minuten dort, wohin man sonst Jahre für die gleiche Strecke gebraucht hätte. Könnten wir ein ähnliches Phänomen auch zwischen dem Pazifik und dem Atlantik haben?
Gibt es für die Existenz des Drachendreiecks eine logische Erklärung? Nein. Viele Wissenschaftler, Geologen, Menschen, die das Wetter untersucht haben, haben nach einer Erklärung gesucht und keine gefunden. Gewaltige Stürme, die ohne Warnung entstehen und ebenso plötzlich wieder enden, könnten das Anzeichen für die Existenz eines schwarzen Loches sein? Wenn es in der Erde ein schwarzes Loch gibt, dann wäre das Wetter für eine gewisse Zeit sehr auffällig. Und es würden viele seltsame Auswirkungen erkennbar sein, denn das Magnetfeld der Erde würde gestört und dadurch würden ausgesprochen seltsame Wetterphänomene auftreten. Je mehr Masse ein schwarzes Loch aufnimmt, umso stärker wird seine anziehende Wirkung. Ein Effekt, der sich immer weiter aufschaukelt, gilt analoges auch für unsere Erde. Wenn sich der Planet erwärmt, erwärmen sich auch die Meere, wodurch stärkere Stürme entstehen. Und das heißt, dass auch stärkere Stürme die Küsten erreichen können. Das Bermuda-Dreieck ist das Gebiet, das tatsächlich die meisten Hurricanes durchwandern, die die USA treffen. Wir haben festgestellt, dass die Anzahl der Hurricanes, die die Karibikregion treffen, auffällig zugenommen hat. Billy Maguire und Mark Maslin sind Wissenschaftler am University College in London. Besonders für die Karibikregion heißt es in Zukunft, dass das wärmere Meer mehr Energie in die Atmosphäre entlässt und damit vielleicht häufiger stärkere Stürme entstehen. Das heißt auch, dass die Gefahr für die USA steigt. Hurricanes bilden sich über dem warmen Wasser vor der Küste Westafrikas und nehmen an Stärke zu, während sie das Bermuda-Dreieck passieren. Normalerweise folgen diese Stürme dem Golfstrom an der Ostküste der USA hinauf. Dieser Klimawandel sorgt dafür, dass in Grönland und im Gebiet der Arktis riesige Mengen Eis zu Süßwasser schmelzen, das den Golfstrom verdünnt und ihn verlangsamt. Gibt es dann weniger Hurricanes? Wir glauben, das Gegenteil passiert. Wenn der Golfstrom langsamer wird, könnte sich seine Route durch die Karibik und zum Südosten der USA ändern. Hurricanes würden dann durch das Bermuda-Dreieck ziehen und treffen die Vereinigten Staaten an der Ostküste. Und das in Gebieten, die bisher von Hurricanes verschont wurden: New York, Boston, Washington, D.C. In diesem Teil des Atlantiks ist ein normales Leben extrem schwer, weil man mit zunehmend schwierigen Bedingungen aufgrund immer stärkerer Stürme zu kämpfen hat. Es könnte sein, dass in ein paar Jahrzehnten die Hurrikansaison das ganze Jahr hindurch anhält und die Stürme dann über die Ostküste hinwegziehen. Dieses Gebiet ist die Quelle einer enormen Gefahr für das gesamte atlantische Becken. Nimmt ein schwarzes Loch mehr Materie auf, dann wächst es in Größe und Stärke. Analog dazu sorgen steigende Temperaturen für die Vergrößerung des Bermuda-Dreiecks und die Hurricanes werden immer zerstörerischer. Aufgrund des Klimawandels erwarten wir zum Beispiel einen dramatischen Anstieg des Meeresspiegels. Dieser Anstieg kann die Erdkruste belasten. Das zusätzliche Gewicht könnte sie instabil machen. Der Klimawandel könnte also auch geologische Ereignisse auslösen. Er könnte Bruchregionen aktivieren und Erdbeben auslösen. Alles hängt zusammen. Und es gibt noch mehr Analogien zwischen Phänomenen im Universum und auf unserer Erde. Ein schwarzes Loch gibt Strahlung ab, wenn Materie absorbiert wird. Das Bermuda-Dreieck gibt zwar keine Strahlung ab, aber doch eine andere Form von Wellen, speziell schwere Wellen, uns geläufiger unter dem Namen Tsunami. Im karibischen Becken treten Tsunamis gewöhnlich sehr häufig auf. In den letzten 500 Jahren gab es mehr als 90 belegte Tsunamis, von denen viele enorme Schäden verursacht haben. Tsunamis werden normalerweise von plötzlichen Veränderungen am Meeresboden hervorgerufen, durch die das gesamte darüber liegende Wasser plötzlich nach oben gedrückt wird. Stellen Sie sich das vor wie in einer Badewanne. Beim Anheben oder zur Seite kippen entsteht eine kleine Welle, die sich fortbewegt. Nördlich von Puerto Rico ist die Südküste der USA sehr steil. Es gab in der Vergangenheit riesige Erdrutsche, bei denen riesige Felsbrocken ins Meer gestürzt sind und wahrscheinlich Tsunamis Richtung Süden und Norden ausgelöst haben. Es ist ein sehr instabiler Bereich der Erdkruste und es ist durchaus möglich, dass große Erdbeben in Zukunft vermehrt größere Erdrutsche und Tsunamis auslösen werden.
In der Karibik könnten durchaus Tsunamis von 50 Metern Höhe entstehen. Sie würden von der Karibik kommend den Süden der USA überfluten. Ob es nun ein schwarzes Loch auf unserer Erde gibt oder nicht, die Forschungsergebnisse von Maslin und Maguire zeigen, dass die Zukunft der Erde sehr düster aussehen könnte. Im Gebiet des sogenannten Bermuda-Dreiecks lauern viele Gefahren, die dieses Gebiet in den nächsten 100 Jahren heimsuchen werden. Die Hurrikans werden stärker. Es kommt wahrscheinlich zu einem dramatischen Anstieg des Meeresspiegels. Dazu kommt noch, dass aufgrund dieses Anstiegs die Sturmfluten noch zerstörerischer werden. Sie werden weiter landeinwärts reichen und noch schlimmer als bei Katrina im Jahr 2005 sein. Im Süden der Region steigt die Wahrscheinlichkeit für Erdbeben. Es kann auch zu Einbrüchen am Kontinentalrand kommen. Riesige unterseeische Erdrutsche können große Tsunamis auslösen. Die Lage ist gefährlich. Wir sprechen hier von totaler Zerstörung. Hurricanes, Erdbeben, Erdrutsche, Vulkane, Tsunamis. Die Elemente zeigen sich von ihrer unschönen Seite. Im Weltraum existieren ebenfalls seltsame und unerklärliche Phänomene mit vielen Ähnlichkeiten zu den Mysterien auf unserer Erde. Die Gravitation wird beeinflusst. Magnetfelder verhalten sich anders als vorhergesagt. Unsere bekannten Naturgesetze scheinen auf den Kopf gestellt. Und doch lag in all der Zerstörung vielleicht auch der Keim für alles Leben auf unserer Erde. Die gesamte Evolution basiert auf Gewalt. Wenn man also Leben entstehen lassen will, dann braucht man dazu ausreichend Energie. Und die Gewalten der Erde sind eine Energiequelle, die zur Entwicklung von Leben beiträgt. Wir haben schwarze Löcher kennengelernt, wir haben weiße Löcher und auch Wurmlöcher kennengelernt. Doch was wissen wir eigentlich über unseren eigenen Planeten? Viele meinen, es sei absurd zu behaupten, dass sich im Bermuda-Dreieck ein schwarzes Loch befindet. Ich meine, dass wir noch viel über das Leben im Allgemeinen und über all die kosmischen Zusammenhänge lernen müssen. In der Milchstraße wimmelt es nur so von schwarzen Löchern. Es könnte noch eine andere Art schwarzer Löcher geben, die vollkommen unsichtbar ist. Diese schwarzen Löcher könnten dann überall sein. Sie könnten auch auf einem Kurs zur Erde sein und wir würden es nicht merken, bis es zu spät ist. Wir haben nur diesen einen Planeten als Forschungsobjekt. Wir wissen also nicht, was Planeten normalerweise tun. Wir befinden uns an der Grenze zu einem unbekannten und weiten Land. Unser wissenschaftlicher Fortschritt wird immer schneller. Schwarze Löcher, weiße Löcher, Wurmlöcher. Was kommt als nächstes? Schwarze Löcher sind geheimnisvolle Objekte. In ihnen kollabieren Raum und Zeit. Wir wissen nicht, wie das Universum eigentlich funktioniert. Masse erzeugt Gravitation und Gravitation zieht Dinge an. Und ein schwarzes Loch ist ein Objekt, das so massereich ist, dass es alles anzieht. Nichts kann schwarzen Löchern entkommen. Als sie da hineinflogen, brach plötzlich die Funkverbindung ab. Die Gravitationskräfte um ein schwarzes Loch sind immens. Vielleicht ist es die andere Seite eines schwarzen Loches, die in einer anderen Dimension existiert. Das ist der Punkt, an dem es kein Zurück mehr gibt.